Dynamik, Prinzip Nummer 7. Dynamik kommt von dem altgriechischen Wort Dynamis, die Kraft. Denn es benötigt eine Kraft hinter einer Message, einer Gruppe, einer Organisation oder einem Prozess. Sie ist das Gegenteil von Statik, von langen PowerPoint-Präsentationen, in denen Veränderungsprozesse per Bullet Points an die Wand projiziert werden mit Klick, nächster Punkt, Klick, nächster Punkt. Du gemütlich drin sitzt und sagst, das macht absolut Sinn, ganz wesentlich und essentiell. Das mache ich nächste Woche. Und was gibt's heute zum Mittagessen? No, 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 no. Ein Veränderungsprozess schließt dich mit ein. Und wir zeigen dir, wie. Aktiv im Training. Je mehr du in die Dynamik kommst, also vom Wollen ins Tun kommst, verspürst du einen Sinn dahinter. Was in weiterer Folge kommt, ist, du kommst in einen sogenannten Flow und gestaltest den Prozess und das Training aktiv mit und wirst so auch zu einer Kraft. Und mit deiner Dynamik steckst du andere an, andere Mitarbeiter, andere Kollegen, wie eine Welle. Bist du schon mal im Meer gestanden und hast versucht, einer Welle standzuhalten? Genau, funktioniert nicht. Und genauso diese Wirkung hast auch du, wie eine Welle in deinem Flow. Und genau so soll ein Prozess doch sein. Dynamisch.